Unser nächster Laudator hat auch stets ein offenes Ohr für uns und ließ uns bei den Kaktus-Events nicht im Stich. Die Rede ist von Michael Halberstadt, dem sozialpolitischen Sprecher der CDU Münster und Mitglied des Integrationsrates. Lieber Herr Halberstadt, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, Sie hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Bu akşamın ikinci şeref konuşması yapma sırası Sayın Richard Halberstadt'ta. Herr Richard Halberstadt, Hristiyan Birlik Partisi CDU'nun Münster örgütlenmesinin toplumsal politikalar sözcüsü ve Münster Toplumsal Uyum Meclisi üyesidir. Sayın Halberstadt, sizi aramızda görmekten mutlu olduk. Buyurunuz. Vierzig Jahre Kaktus Münster, 70 Jahre Moldirel. Herzliche Glückwünsche, herzliche Grüße, Ausrichte von der unsere Bundestagsabgeordnete Sibylle Bennig, die hätte gerne heute hier sein wollen, aber sich auf dem Parteitag befindet in Hamburg, um dort eine neue Parteivorsitzende zu wählen und sie gewählt haben. Alle reden von Integration und darüber, wer sich auf welche Weise in welche Gesellschaft hier integrieren soll und auch gleichzeitig darüber, welche Regeln für wen zu gelten haben. Ja, welche Rolle von Religion, Kultur soll diese spielen und welche nicht in unserer Gesellschaft vor Ort? Aber bei all den Fragen wird in der öffentlichen Diskussion oftmals vergessen, was Integration im Kern bedeutet. Den Menschen, die doch zu uns kommen, sind ein Angebot für eine neue Heimat zu machen und diese auch mit einzubinden in unsere Gesellschaft. Der Kaktusverein macht seit 40 Jahren hier eine gute und ein offenes Angebot in allen Bereichen der Stadtgesellschaft. Hier geht es nicht neben Kultur, Bildung, Kunst, Medien, Sprache, Lernen auch um ganz andere praktische Fragen. Wie begegne ich mich gegenüber anderen Menschen? Wie verhalte ich mich tolerant und respektvoll? Und wie gegenüber einer anderen Kultur- und Religionskreis mir gegenüberstehe. Was darf ich von einer Gesellschaft erwarten und was darf sie von mir erwarten, wenn ich hier angekommen bin? Getragen wird diese Arbeit bei Kaktus von vielen engagierten Menschen mit großer Leidenschaft, Ausdauer und Respekt, die hier zuhören und verstehen, die wissen, was ist, wenn man neu in einem Land angekommen ist und sich dann orientieren muss in allen Bereichen. Hier leisten die Haupt-, aber auch die Ehrenamtlichen große Arbeit, zeigen Integration in der Gemeinschaft und geben nie auf. Denn gerade sie hören immer wieder zu. Denn gerade Integration, da sind wir und sollten wir uns alle einig sein, und das über Parteigrenzen hinweg kann nicht staatlich verordnet werden, sondern muss und sollte gelebt werden vor Ort von allen. Daher kann man dieses großartige Engagement all jener, die sich täglich hier einbringen vor Ort im Kaktusverein, nicht nur genug loben, nein, auch hier muss es weitere Unterstützung und Hilfe geben, was auch von Seiten der Stadt und der Politik gemacht wird und das parteiübergreifend. Und deswegen tut es mir persönlich auch immer wieder weh, wenn mal wieder irgendwo behauptet wird, die in Deutschland, ihr seid ja, ihr könnt nicht Integration, ihr seid gescheitert. Nein, gescheitert sind wir nicht. Gerade nicht, als der Flüchtlingsstrom 2015 kam und wir hier vor Ort mit allen Vereinen, Trägern, aber auch insbesondere mit Kaktus hier beigetragen haben, dass die Menschen aufgenommen wurden, willkommen geheißen wurden und ihnen ermöglicht wurde, eine neue Heimat zu geben. Natürlich muss sich da auch noch was verbessern und darüber wird gestritten und auch geredet, aber es wird nach Kompromissen gesucht und nach Lösungen. Und das wollen wir auch erreichen. Wie bereits gesagt, alle reden von Integration. Und deswegen ist das gut, dass gerade der Kaktusverein das seit über 40 Jahren hier macht
und wir können darauf stolz sein. Stolz sind wir aber auch darauf, dass der Verein hier klipp und klar seine Stimme erhebt, wenn es geht um Ausgrenzung, Rassismus und wenn hier Minderheiten niedergemacht werden. Gerade in einer Stadt Münster des Westfälischen Friedens, in der über 160 Nationen leben, ist es wichtig, dass gerade auch wir Flagge zeigen und immer wieder die Stimme erheben. Darum sage ich noch einmal Dank, auch im Namen meiner Bundestagsabgeordnete Sibylle Bennig, danke für das Engagement, erheben Sie weiter Ihre Stimme, bleiben Sie weiter ein wichtiger Teil in unserer Stadtgesellschaft.